Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Der 13. Spieltag steht vor der Tür und der HSV ist zu Gast nicht im Waldstadion, sondern in der LTU Arena in Düsseldorf. Heute am 24. November 2012. Der Schiedsrichter ist heute Heiner Schnitti, die olle Schnitte. Bei heiterem Novemberwetter, das sehen wir doch gerne. Im Gegensatz, im letzten Part hatten wir ja einen sehr eisigen Untergrund in Freiburg zu bespielen. Aber dort haben wir es immerhin geschafft, das erste Mal in der Saison zu 0 zu spielen. Zwar gelang es nur zu einem torlosen Remis am Ende, aber immerhin muss man ja etwas Positives daraus gewinnen. Trotzdem, wir müssen jetzt mal wieder langsam anfangen zu siegen. Am besten schon heute hier bei den Fortuna aus Düsseldorf. Die stehen nämlich nur 4 Punkte hinter uns und die belegen momentan den 16. den Relegationsplatz. Bei einem Sieg könnten wir allerdings wieder ganz schnell Anschluss an das Tabellenmittelfeld gewinnen. Und das sollte das Ziel heute sein. Zur Startaufstellung, da gibt es zwei Veränderungen schon fast zwangsweise gegenüber dem letzten Spiel beim Sportclub. Da rückt Michael Menzien in die Innenverteidigung für Heiko Westermann, den Kapitän, der ist mal angeschlagen. Nach einer Verletzung aus dem Freiburg-Spiel, genau wie Heuminson, beide mit einem verstauchten Knie heute nur auf der Bank zunächst, beide noch angeschlagen. Und eine positive Nachricht gab es ja bereits, Raphael van der Vaart ist schneller zurück als erwartet und kann heute sogar schon beim Spiel heute gegen Fortuna Düsseldorf wieder mitwirken. Der war ja eigentlich erst für Anfang Dezember eingeplant, aber umso besser. Das freut uns natürlich, dass Van der Vaart, der Spielmacher, wieder mit dabei ist. Ansonsten übernimmt heute Dennis Aogo die Kapitänsbinde. Und wie gesagt, Westermann und Zorn auf der Bank heute. Gucken wir mal zu den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Die haben die letzten drei Spiele verloren. 0-2 gegen Hoffenheim, 0-1 gegen Leverkusen, 1-4 gegen Werder Bremen. Da befindet sich ja ihr Stammstürmer sogar auf der Bank heute. Nämlich der gute Sahin, den haben wir ja noch vor dem Spiel verunsichert. Vielleicht hat deswegen Trainer Norbert Meyer den auch mal auf die Bank platziert. Auch etwas überraschend Fabian Giefer, der eigentlich Stammkeeper, auch nur auf der Bank. Ja, da sieht man, dass die Trainer hier auch ein bisschen nach Form anscheinend aufstellen. Bei Düsseldorf im Tor ist nämlich heute der Österreicher, der Nationalkeeper Österreich sogar. Robert heißt er, glaube ich, mit Vornamen, der Herr Almer. Dann eine Viererkette mit Tobias Lewitz, den Griechen Malessas, Langenecke und Vandenberg. Dann zwei defensiven Mittelfeldspieler mit den Kapitänen Andreas Lamberts und Adam Boczek. Über die Außen kommen Richard Cruz, der Kanadier, und Axel Bellinghausen. Dann der Star des Spiels, des Teams natürlich, Andrei Voronin, ausgeliehen von Dynamo Moskau, als eine Art hängende Spitze und Spielmacher. Und ganz vorne statt Sahin stürmt Stefan Reisinger. Auf der Bank eher unbekannte Namen, ansonsten noch Luica. Der ist noch ein erfahrener Bundesligaspieler, Nando Raphael ebenfalls. Aber ansonsten ist Düsseldorf ein Team. Übrigens ist Fink, nicht Thorsten Fink, nicht unser Trainer des HSVs gesperrt, sondern Oliver Fink, ein defensiver Mittelfeldspieler der Fortuna, ist heute gesperrt. Unser Ziel dürfte also heute klar sein, 3 Punkte aus Düsseldorf mitnehmen. Viel Spaß beim 13. Spieltag Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger Sportverein. Hier ist die LTU Arena in Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf empfängt unseren HSV hier mit Kai-Jury im Bild. Zu einem echten Abstiegsduell, möchte man ja schon fast behaupten. Bei Düsseldorf ist das jetzt nicht unbedingt überraschend. Viele hatten die Fortuna sicherlich als Abstiegskandidaten vor der Saison mit auf dem Plan, aber beim HSV, dem Bundesliga-Dino, waren das vielleicht nicht ganz so viele. Dennis Aogo führt heute die Truppe an. Schönes Wetter, optimale Wetter- und Platzbedingungen hier in Nordrhein-Westfalen.
Da können unsere Techniker Van der Vaart, allem voran, der zurück ist, gut aufspielen. Tabellenplatz Nummer 12 momentan vor dem Spieltag. Und wir sehen nur 5 Punkte bis zum 7. Platz. Aber eben auch nur 4 Punkte bis nach unten, bis zum 16. Platz. Alles sehr, sehr eng noch beieinander. Hier die 11 nochmal von Coach Norbert Meyer. André Voronin, hier der Star, schon im Vorbericht gerade eben erwähnt, von hier der HSV, auch dort erwähnt. Van der Vaart zurück, 5 Ligatore, ganz wichtig. Son und Westermann angeschlagen auf der Bank, jetzt fehlt also nur noch Juf, verletzungsbedingt aus. Der wird wohl in der Hinrunde auch nicht mehr eingreifen können, leider Gottes. Da müssen wir in der Rückrunde nochmal angreifen mit Marmel Juf. Und da war der Schiedsrichter nochmal Heiner Schnitti. Die Schnitte und die Torfabrik ist natürlich auch heute wieder im Einsatz. Wir stoßen an, ganz im Blau spielen, von rechts nach links im ersten Durchgang. Schöne Stimmung hier in Düsseldorf. Und erstmal ruhiger Spielaufbau mit Caligiuri. Augo geht mit. Piracek bietet sich in der Mitte an. Und er legt zurück für Caligiuri. Und das war die erste Hochkaräter. Nach gerade mal 3 Spielminuten. Das hätte schon die Führung sein können. Daniel Caligiuri, der während der Woche nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde. Stattdessen aber Marcel Janssen, der momentan nicht mal Stammspieler bei uns ist. Komischerweise. Gucken wir uns erstmal den Angriff an. Aber abgefangen von Vandenberg, der den Ball weit rausschlägt. Die Düsseldorfer nicht gut in Form. Also hier müsste heute eigentlich was gehen. Voronin. Der hat natürlich die Technik. Bringt den Ball gut rein. Augo, pass auf. Nicht ungefährlich, diese Flanke des Ukrainers. Schalke führt gegen Frankfurt und Nürnberg ist auch bereits in Führung gegangen bei Greuther Fürth im kleinen Derby. Jiracek, gut Neffs. Vielleicht so ein kleiner Schwachpunkt. Bis jetzt erst 2 Saisontore für den Letten. Der Ball war nicht so schlecht, Jiracek. Ach, wo spielt der denn hin? Das war schwach vom tschechischen Nationalspieler Konter Düsseldorf. Über Richard Buß. Behauptet den Ball. Und Michael Menzien hat Glück, dass Buß der Ball da verspringt. Und führt schafft den Ausgleich. Im Derby gegen Nürnberg. Maxi Beister. Diekmeier geht mit. Da ist die Düsseldorfer Hintermannschaft gerade nicht gut organisiert, Diekmeier. Der Anfang der Saison ja sehr verunsichert war, aber nachdem er seinen Vertrag verlängert hat, wieder gut in Form ist. Jetzt muss er mit zurück. Viel Platz für Düsseldorf, Lambert verspringt der Ball, das wird aber zu einer guten Vorlage. Voronin legt raus und da ist einer völlig frei. Nämlich Stefan Reisinger. Der ist für Şahin heute in der Mannschaft und macht das Tor. Ginter und Hänzchen nicht gut sortiert. Da macht sich das Film von Westermann vielleicht schon bemerkbar. 1-0 Rückstand für den HSV. Düsseldorf führt. Und jetzt müssen wir gucken, wie der HSV reagiert. Jiracek. Caligiuri, der hat Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Caligiuri. Gute Flanke! Und da ist Jiracek und scheitert aus 5 Metern an Almer. Nächste Chance. Caligiuri, Flanke kommt leider nicht beim HSV-Spieler an. Und Düsseldorf befreit sich sehr gut. Zweite Riesenmöglichkeit, wieder über links herausgespielt. Und Ginter holt sich den Ball. Oh, was war das denn für ein Pass, bitte? Und jetzt fehlt er wieder hinten. Hier kommt er gerade noch rechtzeitig hin, aber auch Ogo verliert den Zweikampf gegen Kruz. Und Jiracek muss da aushelfen. Zweiter Anlauf der Fortun. Jiracek nicht gut. HSV Abwehrspieler zu weit weg von ihren Gegnern. Wieder kommt Ginter nicht hin. Was ist denn los? Menzien irgendwie noch mit einem Fuß dazwischen gekommen. Und Diekmeier leitet den Konter ein.
Aber das beißt ja auch wieder nicht optimal gelaufen. Der Ex-Fortuna, 2 Jahre hier am Rhein gespielt, bringt die Flanke. Nicht schlecht, Rudnes! Holt den Ball und geht die Richtung vor. Schnell weiter. Super Flanke vom Beister. 5. Vorlage bereits. Und Rudnes, dafür ist er bekannt. Der Strafraumstürmer mit dem Kopf zur Stelle. 3. Saisontor, Ausgleich für den HSV. Relativ schnelle Antwort auf den Rückstand. Aber jetzt versuchen die Fortun hier zu antworten. Das kann man auch mal Stürmerfoul hier bewerten. Aber weiter geht's. HSV bleibt im Ballbesitz. Kaijuri, Aogo. Ah. Kaijuri kommt nicht an Tobias Lewitz vorbei. Und das muss doch den HSV jetzt Auftrieb geben. Dieser Ausgleich hier. Diekmeyer gut geblockt. Gegen Axel Bellinghausen. Und Beister hat angeschlagen. Ne, der hat sich nur die Stutzen zurecht gemacht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, deswegen hat der Fortuna da gezögert mit dem Einwurf. Und wieder über Diekmeyers Seite mit Vandenberg. Mit aufgerückt. Miracek klärt. Aber es ergibt sich bis jetzt noch keine Konterchance für den HSV. Menzien, oh, direkt vor die Füße von Lambert. Und Diekmeyer wieder direkt vor die Füße eines Fortun. Aber die Flanke zum Glück zu ungenau. Der HSV hinten etwas unsortiert. Ohne, wie gesagt, den fehlenden Heiko Westermann heute nur auf der Bank. Milan Badel. Keita Miracek. Schalke für 2-0 gegen Frankfurt. Rudnes, Van der Vaart, von ihm noch nicht so viel zu sehen. Rudnes fordert den Ball, aber kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Den müsste man wirklich meistens hoch anspielen. Hier verzündet er den Ball erneut. Aber jetzt ist zwar jetzt mit zurück, aber ohne Erfolg. Armenzien souverän zurück zu Jaroslav Dropny. Erst einmal zu 0 gespielt. Das war am letzten Spieltag eben in Freiburg und da hatte er auch so gut wie gar nichts zu tun. Van der Vaart, gute Seitenverlagerung. Beister, Badel. Wohin der Ball? Ah, gut gedacht der Ball, aber abgefangen von Vandenberg. Und jetzt die Konterchance. Aber Ginter macht die Tür zu. Mainz macht den Ausgleich gegen Dortmund. Kaijuri hier mit der besten Passquote bis jetzt im Spiel. 90% seiner Pässe kommen an. Das ist Iracek. Guter Ball! Richtig guter Ball. Kurz vor der Pause. Milan Badel hat sie damit nach vorne geschlichen. Aber kein Kopfball. Spezialist. Deswegen kein Problem für Alma im Tor der Düsseldorfer. Und Halbzeit. Und fast mal wieder so ein Standardergebnis zur Pause. 1-1. Nach der Düsseldorfer Führung der Ausgleich durch Artyoms Rudnes mit seinem 3. Saisontor. Und ich glaube, die Regel geht bis jetzt hier nochmal, der Führungstreffer. Die Regel geht bis jetzt immer noch. Immer wenn wir in Rückstand lagen, haben wir nicht verloren. Und ich hoffe, heute können wir sogar gewinnen. Hier nochmal der Ausgleich Artyoms Rudnes. Und die anderen Bundesliga-Partien des 13. Spieltages zur Pause. 4 Tore gefallen. Überall genau 2 an der Zahl. Mainz-Dortmund 1-1, Augsburg gegen Gladbach 1-1, Schalke führt 2-0 gegen Frankfurt, im Fürther Derby führt niemand, aber führt Spiel 1-1 gegen Nürnberg und auch bei uns Düsseldorf gegen HSV zur Pause 1-1. Zeit ins Teammanagement zu schauen, ob wir vielleicht nicht noch etwas verändern können. Mir hat die Idee von Sally, der beim letzten Spiel als Co-Kommentator kommentiert hat, gut gefallen, Kaijuri mal ins defensive Mittelfeld zu setzen. Badel geht jetzt mal raus. Und jetzt die Frage Jansen rein, der unter der Woche mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs war. Oder Ivo Iličević. Oh, das ist schwierig. Ich gebe mal Ivo Iličević die Chance. Durfte sich in dieser Saison noch nicht allzu oft präsentieren. Hier Michael Menzien, der Engländer. Er hat seinen Stammplatz verloren an Matthias Ginter. Und auch heute überzeugt er nicht unbedingt.
wenn Heiko Bessemann nächste Woche wieder fit ist, sollte er auf jeden Fall zurückkehren. Und jetzt also Ivo Iličević auf der linken Offensivseite beim HSV mit im Spiel. Van der Vaart mit dem Ballgewinn. Matthias Ginter. Diekmeier. Reister ein bisschen nach innen gezogen. Rudnes. Van der Vaart. Seine Ideen braucht der HSV jetzt. Van der Vaart nochmal. Rudnes. Rechts ist Reister. Der will nochmal flach Rudnes bedienen und Caligiuri verpasst hier den Ball. Konter der Fortunen. Ginter ist nicht schnell genug. Aber Mentien und Ginter lösen das dann doch noch am Ende ganz gut. Auch, und das war ein missratener Ball. Van der Vaart hier im Bild, 5 Tore. Schon vor der Partie angesprochen. Und das war mein Hackentrick ins Nix. Und jetzt ein bisschen mehr Konzentration. Jiracek. Ginter, heute nicht immer ganz sicher. Diekmeier. Ja, da muss Beißer doch mal mehr durchstarten, seine Schnelligkeit in Szene setzen. Schlecht gelaufen erneut. Passwege nicht optimal abgestimmt hier beim HSV. Und den müsste Drobny haben. Vor Andrei Voronin. Abwurf zu Mentien. Iličević, vielleicht kann er hier etwas beleben. Iličević erneut. Mit der Hacke. Aogo. Gut aussehen tut's ja schon mal. Beister. Nimmt Diekmeier mit. Der zieht nach außen. Aber die Flanke ins Nirvana. Konterchance. Für die Fortuna, aber Jiracek dazwischen. Aber zweiter Ball. Der ist Diekmeier erneut. Gut aufgepasst. Schnell mit zurückgeeilt. Caligiuri. Michael Mentien. HSV mit deutlich mehr Ballbesitz, aber noch nicht mit so vielen zwingenden Torchancen. Aogo schickt Iličević, der setzt sich durch. Flanke kommt nicht schlecht, Rudnes wieder zum Kopfball hochgestiegen, aber diesmal kommt er nicht ganz dran, schade. Jiracek an Kruse dran, jetzt allerdings nicht viel. Und jetzt, Jiracek muss dann bei Kruse bleiben. Bewegt sich dann weg. Aogo ist ins Zentrum gegangen. Das war wieder schlechte Abstimmung da. Zwischen den HSV-Abwehrspielern. Und Distanzschuss von Andrei Voronin. Und da muss Drobny zupacken. Und jetzt kommt er. Dani Sahin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich einfügen wird, nachdem Thorsten Fink ihn ein bisschen verunsichert hat unter der Woche. Dass er mehr Glück als Talent haben soll. Vielleicht spornt ihn das ja sogar noch ein bisschen an. Caligiuri. Das war nicht schlecht, aber Vandenberg kommt davor, beißt daran, aber verliert den Ball. Wieder beißt er. Das ist Jiracek, aber auch der Ball kommt nicht an vom Checken. Der hat schon bessere Spiele im HSV-Dress während der Saison gemacht. Aogo. Iličević kommt dann nicht mehr zurück. Das war mal schön gespielt von Fortun. Ginter und Mentien klärt er, glaube ich. Und jetzt sind die Düsseldorfer hier auf einmal ein bisschen im Aufwind. Botzek. Lambert. Okay, war ein bisschen auf Verdacht gespielt. Und das war auch kein Foul. Doch. Van Lambert an Van der Vaart. Die Düsseldorfer werden das zweite Mal wechseln. Ich denke, das werden wir auch gleich mal tun. Utello als Werbung auf den Trikots. Und Gabuschewski kommt. Noch eine Viertelstunde nur noch. Also nicht mehr viel Zeit, hier noch 3 Punkte mitzunehmen. Unentschieden, schön und gut, aber auf Dauer ist das dann doch zu wenig. Aber was können wir jetzt noch machen? Wir könnten ein Son vielleicht noch reinbringen, aber weiß ja nicht. Van der Vaart mal eins nach hinten stellen. Und Jiracek rausnehmen. Wir probieren es einfach mal. Mit Son.
im offensiven Mittelfeld als eine Art hängende Spitze. Miracek, der zweite Sechser, geht jetzt vom Feld. Nicht so überzeugend heute. Und Heumenson noch angeschlagen. Aber vielleicht kann er trotzdem helfen. Viertelstunde verbleibt noch für den HSV. Aogo. Oh, zu wenig Bewegung beim HSV. Stellen wir mal etwas offensiver. Arkem Rutenes hält den Ball lieber. Diekmeyer. Maxi Weister. Caligiuri. Holt immerhin mal eine Ecke raus. Und die tritt natürlich von der Fahrt. Hier sehen wir nochmal Sahin, Dani Sahin im Bild. Nach Ecken waren wir bis jetzt noch nicht so gefährlich. Oh, Matthias Ginter. Schade. Gewinnt das Kopfballduell, aber kriegt den Ball wieder nicht Richtung Tor. Und die Chancen werden immer kleiner hier, noch einen Dreier mitzunehmen. Van der Vaart. Wollte gerade passen. Leider zu spät. Maxi Weister, Ball kommt zufällig. Wieder in den Düsseldorfer rein, aber Diekmeyer macht wieder gut die Tür zu. Gefällt mir heute sehr gut. Weister. Van der Vaart. Schickt den frischen Son. Und der kann jetzt mal ein bisschen gehen. Und kann auch die gute Flanke reinbringen. Rutnefs. Und wieder Almer. Das war die beste Chance in der zweiten Halbzeit. Aber Robert Almer verhindert den Einschlag von Arjon Rutnefs. Wäre ein zweites Kopfballtor in diesem Spiel gewesen. Leider wurde nichts raus. Vielleicht nochmal über Son. Der hat noch Frische und einen guten Antritt. Auf Caligiuri. Van der Vaart. Spielt Rutnefs jetzt mal auf den Fuß an. Aber der wird noch abgeblockt. Schade. Und jetzt kontern die Düsseldorfer. Die formschwachen Düsseldorfer. Maike Menzien läuft. Ich glaube, Gabuszewski war es. Ja, den Ball ab. Wieder Son. Wohin der Ball? Keine Anspielstation. Diekmeyer. Maxi Weister. Er spielt einen riskanten Ball. Alles Sicherheitspässe bis jetzt hier. Weister, Rutnefs. Und das ist Caligiuri. Und er macht das Tor! 90. Minute. Daniel Caligiuri. Drittes Saisontor. Das hat sich doch gelohnt, ihn ins defensive Mittelfeld zu stellen. Klasse Distanzschuss. Liewitz kommt zu spät. Flacher Ball. Almer ohne Chance. Klasse Ding. Distanzschuss. 90. Minute, das muss es gewesen sein. 2-1 in letzter Sekunde. Endlich mal etwas Glück auf HSVer Seite. Der müsste weg sein, oder? Ja. Und trotzdem noch kein Abpfiff. Jaroslav Drobny haut das Ding einfach nur nach vorne. Und immer noch kein Abpfiff. Und jetzt ertönt der Abpfiff aber. HSV gewinnt nach Rückstand mal wieder. Mit 2-1 hier bei den Fortun. Ganz wichtiger Sieg. Der Anschluss an das Tabellenmittelfeld ist wieder hergestellt. Durch einen glücklichen Treffer in der Schlussminute, aber insgesamt dann doch ganz verdient. Gutes Spiel. Defensiv diesmal ganz gut gestanden. Gegen die Fortun. Eine Chance hatten sie, die haben sie eiskalt genutzt. Am Ende ein verdienter 2-1 Erfolg für den HSV hier in Düsseldorf. Die Highlights will ich mir jetzt mal ersparen. Und Caligiuri wird zum Spieler des Tages gekrönt. Wer hat denn die Vorlagen geliefert? Einmal Beister und einmal auch Arjon Rutnefs. Der macht sich langsam wieder. Aber sobald Juf wieder fit wird, wird er seinen Platz wohl dann trotzdem räumen müssen. Aber heute wieder mit einer guten Leistung. Zwar wieder einige Bälle versprungen, einige Fehlpässe gespielt, aber ein Tor, eine Torvorlage. Dazu sind die Stürmer da. Aufgabe gut erfüllt. Und auch wieder Dennis Diekmeyer, den will ich auch mal wieder ein bisschen hervorheben. Mit einer sehr guten Leistung und einer sehr guten Note. Sehr schön. Bester Mann bei Sahin. Okay. Eigentlich war er jetzt nicht so auffällig. Hat aber auch nicht das Tor gemacht. Das war sein Ersatzstürmer heute, Stefan Reisinger.
hat er doch ein bisschen geholfen, ihn vor dem Spiel verunsichert zu haben. Die Endergebnisse. Oh, ein paar Überraschungen. Dortmund schafft nur ein 2-2 bei Mainz, dem Ex-Verein von Jürgen Klopp. Augsburg-Gladbach trennte ebenfalls 2-2. Schalke gewinnt klar 3-0 gegen Frankfurt. Und Fürth holt mal wieder zur Abwechslung einen Punkt im Derby gegen den 1. FC Nürnberg. Oh, und jetzt haben wir anscheinend hier ein Angebot von der Elfenbeinküste betreffend Nationaltrainer-Offerte. Thorsten Fink, wir würden gerne wissen, ob Sie Interesse und Zeit hätten, die Nationalmannschaft von der Elfenbeinküste zu übernehmen. Im Anhang finden Sie die Einzelheiten zu dieser Offerte. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit. Oh Leute, ich wollte ja eigentlich keine Nationalmannschaft übernehmen, aber die Elfenbeinküste, das ist so eine meiner fünf Lieblingsnationen, will ich mal meinen, und meine Lieblingsnation aus Afrika. Oh, soll ich das annehmen? Dann könnte ich ja vielleicht über diesen Weg ein paar Ivora zum HSV locken. Oh, das ist jetzt echt verlockend. Vertrag zum Jobangebot mal anzeigen. Muss ich das jetzt sofort annehmen? Herr Fink, nach reiflicher Übergebung, ja. Überlegung haben wir uns entschlossen, in die Trainerposten, okay, für die Nationalmannschaft von Elfenbeinküste anzubieten. Eine Vertragsverlängerung hängt von Erfolg in den nächsten 12 Monaten ab. Des Weiteren erwarten wir von Ihnen, dass Sie folgende Ziele erreichen. Weltmeisterschaft K.O.-Phase erreichen, also praktisch zur Weltmeisterschaft kommen, ja, das will ich auf jeden Fall auch dann schaffen mit denen. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot hinfällig ist, falls wir nicht bis zum 26. Januar von Ihnen hören. Okay, ein bisschen Zeit haben wir. Oh, ist das schwierig. Ist das schwierig. Oh, soll ich das direkt annehmen? Ich weiß ja noch nicht, wie das genau ablaufen wird, ob wir jetzt dann schon vor dem 26. Januar Testspiele dann haben. Ach komm, wir nehmen das einfach mal an. Bin mal gespannt, wie das ablaufen wird, ob wir dann auch einen eigenen Kader da zusammenstellen können. Wir werden Trainer der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Willkommen an Bord. Und Sie haben eine Trophäe verdient, der Landesvater. Okay. Herr Thorsten Fink, wir sind überglücklich, dass Sie sich für die Trainerposition unserer Nationalmannschaft entschieden haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen, dass Sie unserem Team Erfolg bringen und den Elfenbeinküste-Fans Freude bereiten werden. Beste Grüße, Präsident Fußballverband Elfenbeinküste, der keinen Namen trägt anscheinend. Ah, sehr cool. Das freut mich jetzt irgendwie. Fink lobt sein Team nach dramatischen Sieg. In einem der dramatischsten Spiele dieser Saison gewann HSV mit einem unhaltbaren Tor gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist ein Kandidat für das Tor des Jahres, urteilte Fink. Na okay, so schön war es jetzt auch nicht. Es war ein toller Schuss und dass der Treffer so spät kam, machte das Spiel noch spannender für die Fans. Ich hoffe, sie gehen heute glücklich nach Hause und genießen ihren Abend mit einem Lächeln im Gesicht, fügte er hinzu. Es läuft einfach bei Van der Vaart. Die großartige Form von Raphael Van der Vaart macht die Fans vom HSV glücklich. Der Mittelfeldspieler offensiv zeigt auch gegen Fortuna Düsseldorf eine überragende Leistung. Naja, muss ich jetzt auch nicht unbedingt so zustimmen. Zurzeit läuft bei mir alles perfekt, sagte der Spieler aus Niederlande. Ich konzentriere mich einfach auf das Training, versuche mein Spiel zu verbessern und hoffe, dass die Spiele gut laufen, sagt er zu den Journalisten. Rückblick, Nationalmannschaft, oh mein, so viele News hier. Die möchte ich jetzt auch nicht alle lesen. Aber es läuft einfach, kann man jetzt wohl ganz gut behaupten. 6 Spiele in Folge ungeschlagen. Knapper Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Und jetzt kommen aber 2 sehr schwere Spiele gegen 2 Mannschaften aus den oberen Tabellendrittel. Und wenn wir da jetzt auch noch irgendwie bestehen, Fans jubeln. Fink wird Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Ja, sehr schön. Das Menü schaue ich mir gleich nochmal ganz kurz an. Testegen verletzt, leidet. Okay, 7 Tage, das ist noch verkraftbar. Schauen wir nochmal ganz kurz in den Kalender. Okay, jetzt, hier werden jetzt die Länderspiele eingetragen, sehr cool. Gegen Belgien haben sie verloren, gegen Rumänien nur 2-2 gespielt. Okay, im Dezember ist kein Länderspiel mehr, im Januar auch noch nicht. Aber dann geht es los mit den Afrika-Qualifikationsspielen, so wie es aussieht. Kamerun und Ägypten sind da die Gegner. Oh, da bin ich schon wirklich sehr gespannt. Aber jetzt wollte ich erstmal kurz auf die Bundesliga-Tabelle schauen.
Dortmund 3 Punkte nur noch vor den Bayern. Schalke folgt. Danach schon so eine kleine Lücke. Wolfsburg noch einigermaßen dran da. Dann kommen Leverkusen und Gladbach. Aber von denen sind wir auch nur 3 bzw. 4 Punkte weg. Also da ist gar kein so großer Abstand. Wir sind jetzt sogar in der oberen Tabellenhälfte. Tabellenneunter mit 17 Punkten. Genauso viel wie Werder Bremen momentan. Aber das bessere Torverhältnis mit plus 1. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Frankfurt ist noch ganz gut dabei, genau wie die Hoffenheimer. Ganz unten führt Augsburg, die jetzt unentschieden gespielt haben. Ein bisschen an Düsseldorf da rangekommen sind. Nach Freiburg nur auf 15. Die können ruhig ein bisschen höher noch landen. Aber es ist wirklich noch alles sehr eng beieinander. Da kann noch sehr viel passieren. Auch noch bis zur Winterpause. Gut, dann wollen wir jetzt mal im Kalender etwas voranschreiten. Mal wieder englische Woche vor dem Spiel gegen den FC Schalke. Und da nehmen wir natürlich mal wieder einen Pressetermin wahr. Und was machen wir denn heute mal? Diekmeyer ist in sehr guter Form, genau wie Caligiuri. Und ich habe mal vor, Dani Caligiuri nach dem Last-Minute-Treffer gegen Düsseldorf zu loben. Lobeshymnen auf Starspieler Caligiuri seitens Fink. Naja, Starspieler ist er jetzt nicht. Wurde nicht mal für die Nationalmannschaft nominiert, ich bitte euch. Noch ein Tag weiter. Und dann sind wir schon beim nächsten Spiel. Das letzte Spiel des Monats November. Am 1. Dezember geht es dann zum VfL Wolfsburg. Aber vorher will ich nochmal ganz kurz das internationale Management angucken. Okay, hier sind noch ein paar Erklärungen. Menü, wähle Mannschaft und ein Team zu managen und Spieler zu berufen. In diesem Bereich erfährst du, wer der nächste Gegner ist. Lass die aktuelle internationale Nachrichten anzeigen. Blablabla. Okay. Gucken wir uns das mal eben ganz kurz an. Jetzt sind wir also im internationalen Menü. Einstellung ganz normal hier. Testspiele können wir uns hier angucken. Spiele und Ergebnisse. Sind das auch noch, das sind auch noch Testspiele, die jetzt kommen. Danach gegen Australien und gegen die USA. Und achso, das war's dann schon. Und da sind ja nur 4 Spiele. Und ich schätze mal, im nächsten Jahr geht es dann los, im Jahr 2013, um die Weltmeisterschaft-Qualifikation. Diesmal haben wir also nur 4 Testspiele. Vorher noch zur Auswahl. Kalender können wir uns mal ganz kurz angucken. Genau, hier sind 2 Testspiele und da sind nochmal 2 im März. Und dann geht es auch irgendwann... Ah ne, würde hier noch nichts angezeigt, okay. Wird wahrscheinlich erst später dann simuliert. Wir können uns dann mal die Mannschaftsauswahl angucken, wie das hier abläuft. Ah, so läuft das, okay. Dann kann ich hier... Links ist der aktuelle Kader. Und dann können wir da munter drauf lostauschen. Und schaut euch mal die Sturm... Auswahl der Elfenbeinküste an. Drogba, Dumbia, Gervinho, ist das Abdul-Kader Keita, Salomon Kalou und Traoré. Mittelfeld sieht nicht ganz so weltklasse aus, aber da sind auch 2 exzellente zentrale Leute mit TOT von Newcastle und Yaya Touré von Manchester City dabei, Eboué, ehemalige Arsenal-Spieler, da sind schon klasse Leute dabei. Und da rechts sehe ich auch noch einige gute Alternativen, vor allem auch für den Angriff. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele gute Stürmer die Elfenbeinküste da zur Verfügung hat. Aber das schauen wir uns mal später an. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Okay. Hier haben wir auch noch eine Verletztenliste. Hier können wir unser Team aufstellen. Aber das schauen wir uns alles erst an, wenn es dann soweit ist mit den ersten Länderspielen. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück ins Hauptmenü? Ich schätze mal über zurück, oder? Jo, alles klar. Okay, dann haben wir das auch gesehen. Auf jeden Fall sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie das mit den internationalen Teams dann in der nächsten Saison mit der WM-Qualifikation ablaufen wird. Was ist jetzt los heute? Mein Teammanager, da scheint irgendjemand verletzt oder gesperrt zu sein. Oh, Son! Seine Verletzung ist wieder aufgebrochen. Vermaledeite Axt. Scheiße, hätten wir ihn vielleicht doch nicht einwechseln sollen. Obwohl, das war eigentlich ganz gut, er hat ja frischen Schwung mit reingebracht.
Das war es wert. Okay, jetzt muss er halt gegen Schalke dann einmal aussetzen. Leider Gottes. Schade, schade, aber es geht auch hoffentlich ohne ihn. Endlich mal wieder ein Heimspiel gegen den Tabellendritten vom FC Schalke. Mit einem Sieg könnten wir auf 20 Punkte kommen. Und dann ist Europa League ganz, ganz nah dran. Weißer hier noch zu sehen, bester Vorlagengeber gemeinsam mit Luis Holpi, der in der nächsten Partie doch höchstwahrscheinlich sein Gegner sein wird. Ob das wirklich so ist, sehen wir allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13 Karriere Modus mit dem HSV. Und mal wieder Entschuldigung, dass dieser Part eine Überlänge hat, bestimmt auch schon wieder über eine halbe Stunde. Ich versuche das in den nächsten Parts ein bisschen zu drosseln. Seid dann beim nächsten Spiel wieder mit dabei, wenn es heißt HSV gegen den FC Schalke 04. Bis dahin, macht es gut, euer Killer. Erstmal schnell in die Kabine gerannt. Hatten Sie einen Wut auf Ihre Mannschaft? Das haben Sie vielleicht falsch gesehen. Ich kann gar nicht schnell laufen mit meiner Hüfte.